Ja, das ist doch schön. Das hat was. Schöne Farbkombination. Ich glaube, das nehmen wir. Na gut, dann spiele ich mal eine Runde. Zum Warmwerden. Verzeihung, ich muss das Mikrofon kurz so anders aufstellen. Verbindungsabbruch. Leider werden die Server gewartet. Nein, es geht los, okay. Torhunger, na dann. Auf durch die hungrigen Tore des Todes. Tollkühn und tollpatschig. Beides auf einmal. Ah, nein, okay, passt schon. Weiter geht's, alles gut. Ah. Das war letzte Sekunde. Was für ein cooler Überschlag. Oh nein, jetzt bin ich hier ausgerutscht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist wirklich sehr schlecht. Aber es reicht noch, Gott sei Dank. Puh, das war gar nicht so unknapp jetzt. Manchmal ist es nämlich so, wenn man in diesen Schleim reinspringt, rutscht man wesentlich schneller, wie wenn man einfach nur läuft. Aber manchmal rutscht man aus und dann legt man Boden und dann ist alles doof. Dieses Kaktus-Outfit finde ich auch ziemlich cool. Ich frage mich, wo die das herhaben. Aber ich habe auch nicht jeden Tag geguckt, was so im Angebot ist im Shop. Insofern... Ich bin da wirklich schon gespannt auf die Crossovers, die es garantiert geben wird. So ein Shovel Knight Outfit würde ich zum Beispiel, sehe ich jetzt schon vor mir. Und fände ich auch sehr cool. Das lief gut. Das lief gut. Hier, die Bällchen sind immer ein bisschen Glück einfach, ne? Ja! Puh! Okay, auf die Drehscheiben. Ah, der Sprung war... Das war, wäre beinahe schief gegangen, aber cool. Okay, und jetzt kommt der wahrscheinlich kniffligste Teil in dieser eigentlich relativ, in diesem relativ leichten Parcours. Bam. Schön. Das ist so ein Splatoon-Song, der da einmal läuft. Das könnte wirklich aus Splatoon sein, das Lied. Okay. Weiter geht's. Ich bin gespannt. Es müsste wirklich ein neues Spiel geben, eine neue Variation von diesem Drehkreisel-Dingens. Ich hoffe, das sehen wir. Ah, Memory. Ah, ich mag lieber ein bisschen die actionreicheren Spiele. Das ist ein bisschen zu viel warten. Hi, Werderhock, willkommen zurück. Aber es ist eine schöne Abwechslung, immerhin. Das schon. Aber es ist ein bisschen zu langsam für mich, für meinen Geschmack. Für das Spiel zumindest. Also. Melone, Melone. Die ganze Reihe ist Melone, aber vor mir ist ein Apfel, ne? Okay, dann ist es egal. Die erste Runde gibt es eh nur immer zwei Bilder. Melone!
Alle zu mir! Hierher! Gut gemacht. So, Melone, Apfel. Hinter mir Traube. Orange. Melone, Apfel, Orange, Traube. Melone, Apfel, Melone! Ja! Banane, Apfel, Orange, Banane, Apfel. Orange, Banane, Apfel, Melone, Kirsche. Banane. Na dann. Ist überhaupt irgendjemand ausgeschieden in der Runde? Ich glaube irgendwie nicht, oder? Nee, wirklich gar keiner. Finde ich gut. Aber ich finde, das Minispiel sollte vielleicht ein bisschen erschwert werden in Zukunft, weil es irgendwie auch, oder? Dann stehen halt irgendwie 2 Minuten alle Charaktere blöd rum und merken sich Apfel, Melone, Gurke. Naja. Die Eierrangelei, das Eiergerangel. Ja, 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 nimm das goldene Ei. Nimm es doch mit. Nein. Manchmal passieren seltsame Dinge. Haltet ihn. Komm schon, Blauer. Ist doch egal. Einer von uns muss es rausbringen hier aus dem Nest. Ist doch wurscht, wer. Erstmal. Draußen können wir uns dann immer noch drum streiten. Aber jetzt nehmen wir es erstmal den Roten weg. Die haben 2 davon. Ja, okay, dann klaue ich mal ein normales Ei für den Anfang. Oder auch nicht. Oh Gott, ey. Das ist so ein Chaos hier drin. Okay, wir haben anscheinend keine Defense. Kann das sein, dass bei uns kein einziger verteidigt? Ich glaube, ich gehe mal verteidigen. Weil irgendwie, glaube ich, wird bei uns einfach alles ausgeplündert und keiner ist da, der aufpasst. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, ja. Cool. Was ist denn jetzt passiert? Das war weird. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, das wird, glaube ich, nichts. Wir haben 4 Punkte. Oh Gott. 3. 3 Punkte waren es jetzt am Schluss. Sehr gut. Gut gemacht. Naja, das war es dann wohl für Team Gelb. Wie bei Pokémon. Keiner will Team Gelb sein. Alle sind rot oder blau. Und die Coolen sind rot. Nee, warte mal, ich bin blau, oder? Bei Pokémon Go, dammit. Bibi, blaues Gesicht, ausrüsten. So, nächste Runde. Ja, stimmt, bei Pokémon Go habe ich tatsächlich Team Blau genommen. Ich hatte zwar die rote Edition und wegen Glurak ist mir die sympathischer, aber ich mochte den Anführer bei Pokémon Go von Team Rot nicht. Der ist irgendwie so ein Trottel. Deswegen bin ich lieber zu Team Blau gegangen. Vor allem genau war ja auch Team Blau irgendwie Weisheit und Team Rot war irgendwie aufs Maul hauen. Irgendwie so. Da war mir Weisheit lieber.
Hindernisrennen. Die Rennen sind wirklich alle cool. Alle Rennen sind gut. Die Rennen machen immer Spaß. Die beiden Mammuts in der Luft zusammengestoßen. Das haben wir jetzt davon. Aber hier ist eh alles wurscht. Wie gut man am Anfang abschneidet, ist fast egal, weil hier treffen wieder alle aufeinander bei den Schiebetüren hier, bei den Drehtüren. Genau, entscheidend ist, dass man hier in der ersten Welle durchkommt. Ah nein! Ah, das war jetzt sehr blöd von mir. Ah! Okay, passt schon. Gut gerettet. So. Noch den Schleimpfad hoch und im Ziel. Sehr schön. Man merkt schon, die Spieler werden erfahrener, die Konkurrenz wird härter. Früher konnte man den Spielern teilweise noch minutenlang zugucken, bis die alle im Ziel waren. Aber jetzt ist es hier knallhart. Ein Fehler und du bist raus. Zumindest wenn es ein großer Fehler ist. Oder viele kleine. Oder ein großer und oder so ein mittelgroßer und ein paar kleine. Das geht auch. Oder zwei mittlere. Oder sieben kleine, drei mittelgroße, ein großer. Dafür macht man aber was Großes wieder gut. Und zwei kleine bessert man aus und ein anderer macht auch viele große. Und keine kleine. Was? Die Entwickler kämpfen gegen Cheater. Vor allem am PC wahrscheinlich, denke ich mir, oder? Ich weiß, dass die am PC schon zum Beispiel ausgeschaltet haben, das Feature, dass man die Namen einblenden kann. Weil da gab es anscheinend sehr viel Missbrauch, sehr viel Beleidigungen, sehr viel Hate und sehr viel glitschige Namen, die Bildschirme füllen. Das sortiert ja Sony schon im Vorfeld ein bisschen aus. Da haben die es auf der PS4 wahrscheinlich leichter. Mann, ey, Leute, das geht so nicht. Oh, oh, das wird nix. Es sei denn, ich weiß nicht, wohin das führen soll. Dammit, komm ich da hoch? Interessant, interessant. Das ist interessant, dass das geht, dass man da hochklettern kann. Aber hat jetzt auch ein bisschen Zeit gekostet. Interessante Zeit. Oh oh, beinahe. Beinahe runtergeflogen. Die Stelle hier, hier falle ich, wenn ich irgendwo runterfalle, dann hier. Oh, Gott sei Dank. Die hasse ich. So. Das ist wirklich mit Abstand das schwerste Rennen hier. Und das macht auch wirklich immer noch Spaß. Das ist wirklich toll, irgendwie. Die meisten anderen gehen schon automatisch, aber hier muss man einfach immer aufpassen, egal wie oft man es schon gemacht hat. Yuppie! Erstigster! Erstigster überhaupt. Sehr gut. Oh oh, Vorsicht, Einhornfeenkerl. Jetzt wird's gefährlich. Oh oh, die Eule fliegt in den Schleim. Der Wolf ist der Letzte. Der kann es jetzt noch schaffen, sich zu qualifizieren. Hier schaffen selten überhaupt so viele, wie es schaffen könnten. Die meisten gehen vorher schon Game Over. Wenn man dieses Rennen hier hat, dann wird immer, also dann, ne, wird die Zahl reduziert sich hier immer sehr schnell. Da geht es dann sehr schnell Richtung Finale. Nur noch 8 übrig. Übrigens, falls ihr euch wundert, wenn Spieler vorzeitig das Spiel verlassen, stehen die hier nicht mehr in der Wand und fallen nicht mehr raus. Ist irgendwie ein bisschen komisch gelöst, aber normalerweise wären hier viel mehr ausgeschieden. Weil mich das am Anfang auch verwirrt hat, deswegen sage ich's. Ah, tatsächlich, schon Finale.
Über dem Schleim muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich mache das jetzt wirklich wieder so. Ich habe das jetzt ein paar Mal so gemacht und das funktioniert manchmal ganz gut, dass man einfach gleich mal ein paar Etagen runterfällt, bevor man überhaupt anfängt. So, und jetzt baue ich hier für die anderen, die runterfallen, später schon mal eine gemeine, hinterhältige Falle. Manchmal geht's nach hinten los, der Plan, aber ja. Gemeinheit. Ah, okay. Dann machen wir hier das gleich halt nochmal. Lang kann sich Kaktin-Kerl, der mich da oben so gemein abgeschnitten hat, nicht halten da oben. Hohoho, das war jetzt schon hier. Wow. Ein meisterhafter Sprung. Mir geht hier schon langsam der Boden aus. Nein! Ah! Okay, wir sind noch im Rennen. Wir sind noch im Rennen. Aber wie lange noch? Ich muss hier Felder schinden. Warum schwebt denn der da hinten in der Luft? Habt ihr das gesehen? Ah, okay. Wahrscheinlich bin ich leider rausgeflogen. Oder irgendwie der Server ist abgestürzt. Hier stimmt offensichtlich was nicht. Cool. Ach, Mensch, schade, ey. Mit dem Mammut, wir haben uns hier gerade ein Duell geliefert. Das wäre spannend geworden. Ah, oh, das ist wirklich nervig, wenn das passiert. Weil leider bedeutet das auch, dass ich jetzt überhaupt keine Belohnung kriege. Nicht mal für die vorherigen Spiele. Jetzt ist quasi alles einfach weg, als hätte ich nie gespielt. Und das ist schon ärgerlich. Das hätte schon ein paar Kudos und Erfahrungspunkte gegeben jetzt. Vielleicht sogar eine Krone. Ja, schade. Die haben halt immer noch ganz schöne Serverprobleme, leider. Hoffentlich können die das bald fixen, weil das ist schon frustrierend. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Aber selten oder ich glaube noch nie so kurz vom Finale. Dann ist es natürlich extra bitter. Dammit. Nein, falsche Wand, Leute. Wir müssen woanders lang. Nein. Oh Gott, ey. Das war ein Start. Aber gut, okay. Kriegen wir schon noch hin. Ich habe gesagt, wir kriegen das noch hin. Aber wenn ich dauernd umfalle und umgeworfen werde, kriegen wir das nicht mehr hin. Nein, Leute. Ihr müsst mich durchlassen. Es ist fast so, als ob die vor mir ins Ziel wollen oder so. Ja, das war gewagt, aber hat sich ausgezahlt. Was für ein cooler Sprung, ey. Aber Pixel Perfect war das noch. Puh. Damn, das war cool. Schwindelnde Höhen. Ich finde das nicht gut von den Höhen, wenn die schwindeln. Können die nicht einmal die Wahrheit sagen? Lol. Hier muss ich noch rausfinden, ob es hier irgendwie ein perfektes Muster gibt. Eine perfekte Abfolge von Scheiben, über die man laufen sollte. Für den kürzesten Weg. Keine Ahnung, ob es da einen Idealpfad gibt oder so.
Ach, komm schon, Spiel. Du bist aber jetzt auch echt gemein gerade. Das war jetzt gerade eine ausweglose Situation. Der Rennen um den ersten Platz wird spannend. Aber ich werde hier noch jedes Mal von irgendeiner gelben Kugel überrollt. Ah! Oder von einem anderen Spieler. Ah, sag ich doch. Nein, ich komme nicht hoch. Hilfe. Oh mein Gott. So schnell fällt man von dem ersten auf den 10. Platz. Den hat's blöd erwischt da unten anscheinend. Der kommt überhaupt nicht mehr aus der Bounce-Schleife. Das war gemein für ihn. Yeah. Oh, Rollfeld. Rollfeld ist lame. Es ist wirklich ein lames Minispiel. Hey, nicht schubsen, Leute. Wir sitzen doch hier alle auf derselben Rolle. Wollen wir nicht lieber kooperieren? Oh oh, Wolfi hat's erwischt. Wolfi will nicht kooperieren mehr. Oh oh, ich habe vielleicht ein bisschen zu lang gewartet jetzt. Nee, passt schon noch. Ich übertreib's immer. Ich werde zu selbstsicher auf dieser Rolle, weil ich denke mir immer so, oh ja, Rolle hier, kann ja gar nichts passieren. Super easy. Und deswegen falle ich dann oft in die Schlucht, weil ich zu lange warte, bis ich die Rolle wechsle oder sowas. Weil ich zu übermütig werde. So wie hier jetzt zum Beispiel. Aber ich glaube, die haben die Rolle hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben die Rolle schon ein bisschen gepimpt. Die haben die mindestens schon zweimal in kleinen Stufen ein bisschen schwerer gemacht, weil sie gemerkt haben, dass sie zu leicht ist. Aber ich finde sie immer noch ziemlich leicht. Vielleicht stimmt's auch nicht, aber gefühlt wurde die schon schwerer gemacht. Vielleicht sollten die zwischen die einzelnen Rollen einen kleinen Abgrund machen, über den man immer wieder springen muss. Dann wäre es, glaube ich, gleich viel schwerer. Okay, Ringe jagen. Das ist so ein Glücksspiel, aber es macht irgendwie Spaß. Man muss einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und sich da nicht doof anstellen. Oh, wow, das ist natürlich gleich mal nicht schlecht. Ich hoffe, ich kriege den Punkt, wenn ich gleich hier durchspringe. Okay, ich werde gleich mal rausgeploppt, aber passt schon. Ja, ein Punkt für uns. Den hole ich mir auch. Das war jetzt natürlich eine super Kombo, ey. Hier konnte ich gleich mal ganz schön Punkte abstauben. Nein! Den Goldenen haben sich die Blauen leider geholt. Gemeinheit. Ach, komm schon. Der Arsch, ich muss... Ah, hier wuselt so vor lauter Leuten. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll. Mist, das gibt's ja nicht. Können hier mal Ringe spawnen, bitte? Ah ja, danke. Das ging so gut los und jetzt das.
Hier merkt man auch, dass die Spieler insgesamt im Durchschnitt viel besser werden. Die meisten Sprünge haben die meisten Leute früher oder am Anfang die ersten Tage überhaupt nicht hinbekommen. Es war immer total lustig zuzusehen, wie alle rumfallen und keiner irgendwie durch irgendeinen Ring kommt. Und jetzt läuft das hier schon wie geschmiert bei allen. Nein! Oh Gott! Die Roten haben noch aufgeholt! Das hätte ich nicht gedacht, ey! Verlängerung jetzt, deswegen! Shit! Nein! Da ist jetzt auch noch einer durchgesprungen! Oh oh! Oh oh! Das wird knapp! Oh, puh. Das war noch richtig knapp jetzt zum Schluss! Ich dachte am Anfang, nach den ersten paar Ringen, dachte ich so, ah ja komm, das ist gelaufen, das Match! Aber dann haben die nochmal richtig aufgeholt, verdammt! Gleichstand und dann in der Verlängerung entschieden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So muss das sein. Spannung pur. So, wie viel waren wir noch? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ah, Bergspitze, das Finale. Okay. Hier gibt's einen witzigen Glitch. Ich weiß nicht, ob der schon gepatcht wurde, aber am Schluss muss man ja quasi an eine Krone springen und die Krone greifen. Wenn man aber zu gut ist, zu perfekt springt, kann es sein, dass sich der Charakter oben an der Krone festhält und hochzieht und dann kann man nicht mehr gewinnen. Dann war man zwar der Erste an der Krone und steht auch oben auf der Krone und hat sie berührt, aber es zählt nicht. Oh, das ist natürlich gemein hier, die Bälle. Gleich mal eine schöne Begrüßung für uns. Dammit. Na, das wird wohl nichts mehr. Von der Krone muss ich mich verabschieden. Schade, schade. Wenigstens ist der Server nicht abgestürzt. Das ist die Hauptsache. So, das neue Minispiel war jetzt leider nicht dabei. Mein Plan ist jetzt für das Spiel hier eigentlich nämlich, weil die erste Season läuft noch ganze 53 Tage. Also noch im Grunde fast, naja, sagen wir 2,5 Monate. Ich habe jetzt vor, dass ich hier die letzten Preise mir noch relativ zügig hole und dann das Spiel einfach für die restlichen 50 Tage nicht mehr spiele, weil wenn ich dann wieder anfange in der zweiten Season, gibt es ganz viele neue Minigames. Das wird cool. Hey, danke, Abraxu, für die Bits. Yippie. Das ist cool. Dankeschön.